DAX mit X sagt mir jetzt absolut nichts, nein. Deutscher Aktienindex, glaube ich, oder? Nee, der DAX ist so ein Durchschnittswert. Es kann eine Brühe sein, aber es kann auch eine Mixtur aus diversen Aktien. Nee, da geht es schon auch um Aktienfonds. Gewinn eigentlich so ein bisschen. Dividende, keine Ahnung, wirklich nicht. Von dem Gewinn die Ausschüttung an die Aktieninhaber. DAX, Fonds, Dividende. Bankleute kennen solche Begriffe aus der täglichen Arbeit, aber für viele Verbraucher ist die Finanzwelt sprachlich ein ziemlich fremder Planet. Und nicht alle Verbraucher sind Juristen. Und nicht alle Verbraucher sind Germanisten oder Finanzexperten. Und wenn wir mal selbstkritisch sagen, wir haben uns auch eine Sprache angewöhnt, die ist für viele gewöhnungsbedürftig. Jetzt bekommen Finanzprodukte Warnhinweise, ähnlich wie bei Zigaretten. Denn aus der Verhaltensforschung wissen wir, dass Menschen bei Vermögensanlagen dazu neigen, Chancen zu überhöhen und Risiken zu ignorieren. Handeln Verbraucher wirklich so irrational? Sind sie in dieser so komplexen Welt nur noch beschränkt geschäftsfähig? Sollte die Freiheit der Verbraucher eingeschränkt werden, um sie vor risikoreichen Entscheidungen zu schützen? Darüber debattiert die Politik. Der Verbraucher, nicht der Staat, muss am Ende entscheiden, welches Produkt ihn überzeugt. Und daher begrüße ich auch, dass wir davon Abstand genommen haben, Werbungen in Fachzeitschriften oder etwa nur im Wirtschaftsteil der FAZ zu erlauben. Denn wir werden keinem Leser, egal welcher Zeitung oder Zeitschrift, unterstellen, dass er keine Finanzentscheidungen treffen könne. Für Verbote, Vorschriften für die Entmündigung einzelner Verbrauchergruppen, dafür sind andere Fraktionen bekannt. Das wird es mit uns nicht geben. Zwischen Schutz und Freiheit, Bevormundung und Eigenverantwortung, was traut die Politik dem Verbraucher noch zu?